Ich stehe hier vor dem Standort des Weltladens 2024, dem Gesicht des fairen Handels in Speyer, mitten im Zentrum von Speyer. Was junge Menschen 1984 verwegen begonnen haben, wurde über 4 Jahrzehnte weitergeführt. Wir werden in diesem Film Menschen interviewen, die mit ihrer Vision einer gerechteren Welt den Startschuss gegeben haben. Menschen, die im Vorstand des Vereins oder in der Ladengeschäftsführung neue Entwicklungsschübe ermöglicht haben. Wir können bei weitem nicht alle zu Wort kommen lassen. Hervorgehoben seien aber die vielen Ehrenamtlichen, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, den Laden über 40 Jahre zu betreiben, Aktionen und Kampagnen durchzuführen. Aber die spannende Frage ist nun, wie hat das eigentlich alles angefangen? Ja, hallo Heinz-Peter. Du warst vor 40 Jahren, 1984, einer der Gründerfiguren des Vereins Initiative Eine Welt, Speyer, und damit des ersten Speyerer, damals noch dritte Weltladens und später auch im Vorstand aktiv. Das Symbol dieser Gründerzeit war ja die Jute-Tasche mit der Aufschrift Jute statt Plastik. Wie hat das in Speyer eigentlich alles angefangen? Was waren die Beweggründe? Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt 40 Jahre zurück, eine ganze Generation. Das ist eine sehr lange Zeit. Und um das richtig einordnen zu können, denke ich, muss man mal gucken, was war deutschlandweit, Europa, weltweit damals los. Und ich erinnere nur daran, dass 1983, ja, sag ich mal, war da der Höhepunkt der NATO-Nachrüstung. Ist, glaube ich, der Beschluss ist im November gefasst worden, dann pro Nachrüstung. Aber davor sind ja Hunderttausende von Leuten auf die Straße gegangen, haben dagegen demonstriert. Es gab die Anti-AKW-Bewegung, ne, damals noch Katnum in der Nähe an der französischen Grenze, wo demonstriert worden ist. Und es gab, denke ich, auch eingebettet eine ganze Reihe von Dritte-Welt-Themen, die damals... Solidaritätsgruppen. Ne, Solidaritätsgruppen jetzt zu Nicaragua, zu El Salvador, Guatemala oder wie auch gesagt Apartheidspolitik in Südafrika. Mhm. Nebendran noch damals noch Südwestafrika, Namibia und so weiter. Jetzt, also da war was los, sag ich mal. Und jetzt auf Speyer bezogen kann man sagen, gut, da gab es auch hier in der Stadt Speyer, in unserem Umfeld gab es viele Gruppen, eine ganze Reihe von Gruppen, die sich da jetzt mit Dritte Welt-Themen beschäftigt haben. Ich nenne jetzt nur, wie gesagt, die Aktionsgruppe Dritte Welt mit Frank Harnisch und andere jetzt beteiligt waren. Ich glaube, damals noch Schüler, so kurz vorm Abitur. Es gab kirchlicherseits eine Dritte Weltgruppe in der Dompfarrei mit dem Christian Schmidt. Genau. Und wie gesagt, und es gab dann auch so ein paar Einzelgänger, da zähle ich mich dann auch so ein bisschen dazu, sage ich mal jetzt, die bedingt, sage ich mal jetzt, durch ihre berufliche Tätigkeit. Ich war damals ja Referent für politische Bildung beim BDKJ und mit Themen beschäftigt, auch mit Miseria und GEPA schon, sage ich mal jetzt, in Kontakt. Und so ist das, glaube ich, gekommen, dass wir uns da irgendwann mal alle zusammengesetzt haben, gesagt, jetzt hier, wo ist der Punkt, der uns alle vereint? Das ist die Kritik am bestehenden System, sage ich mal jetzt. Jetzt komme ich nochmal Jude statt Plastik. Da ist das in diesem Wortspiel ja schon drin. Wir wollen was verändern. Wir wollen jetzt nicht nur protestieren, demonstrieren, sondern wir wollen was verändern zum Guten hin. Und das ist, denke ich, so in damals noch Dritte Welthandel war das so der Ansatzpunkt, zu sagen, wir verkaufen Waren aus der Dritten Welt. Wir verkaufen die nicht nur, wir zahlen nicht nur faire Preise, sondern wir machen damit auch politische Bildungsarbeit, Informationsarbeit. Damals war der Slogan auch bekannt, Trade not Aid, was ja auch vom fairen Handel her auf Europa und Amerika verweist, da gab es ja auch schon eine Fair-Trade-Bewegung. Ich glaube, das war auch so der einigende Punkt, ne? Dass man nicht Almosen geben wollte, genau, sondern dass man was machen wollte, genau, konkret. Ne? Ich meine, das hat sich dann später auch während des Ladens immer mal in Diskussionen wiedergespiegelt. Also jetzt nicht nur sozial-karitativ arbeiten, sondern Bewusstseinsbildung mit Veränderungen auch hier in Deutschland. Ganz genau, jetzt, ja. Ne? Also ich kaufe fair gehandelten Kaffee, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, oder auch bei Bananen und so weiter, jetzt um einen bestimmten Mehrwert dann auch wirklich in das entsprechende Land zu der Bevölkerung zu transferieren und jetzt nicht nur ein Almosen zu geben, sondern gerechter Preis. Ich meine, das ist nach wie vor heute, wo wir sagen, das ist nach wie vor das Problem, dass es zu wenig gerechte Preise gibt, ja. Ja. Kannst du dich noch erinnern, um welche Aktivitäten und Inhalte es am Anfang so ging und dann später auch im Laufe der ersten 10 Jahre?
Ich meine, jetzt, wenn ich jetzt ganz zurückgehe in das Jahr 83, 84, ne, da war ja zuerst mal organisatorisch, wo bauen wir einen Laden auf, wo geguckt worden ist. Jetzt, ich meine, das erste war ja dann die Karmeliterstraße, sieht man ja nochmal so jetzt genau, da vorne. Ja. Und das, selbst das hat, glaube ich, ein Dreivierteljahr gedauert. Dann haben wir begonnen ja mit auf dem Markt hier, auf dem Königsplatz, mit Marktständen am Wochenende, samstags vormittags. Ich weiß noch, dass das über die Winterszeit gar nicht so angenehm war jetzt, also da auch bei eisigen Temperaturen zu stehen. Und unsere, ich glaube, da wurde auch Honig und Kaffee verkauft. Und unsere zehn Sachen, die wir damals hatten. Also es war jetzt keine breite Auswahl. Also es wurden auch schon Veranstaltungen organisiert, ne? Gut, daneben, wie gesagt, das war der organisatorische Aufbau. Daneben gab es auch schon Veranstaltungen in der Richtung nochmal. Also ich meine, damals, was mir einfällt, ist Südafrika nochmal. Schon in den ersten Jahren, wo wir dann sagen kann, also welche Veränderungen, also ich kann mich sehr lebhaft daran erinnern, dass wir im Laden über Jahre die Diskussion hat hier, wer bestimmt eigentlich, sage ich mal so, die politische Richtung. Ja, also wir hatten einige, die sehr aktiv waren, die also da das Ladenplenum 14-tägig im Prinzip dominiert haben und wir hatten so diese ganz normale demokratische Struktur, Mitgliederversammlung mindestens einmal im Jahr. Und ich kann mich dann noch daran erinnern, dass es da immer darum ging jetzt, ja, wer hat das Sagen, wer bestimmt, wer darf im Prinzip jetzt hier so ein Schaufenster aber es gab doch schon einen Vorstand. Es gab schon einen Vorstand, ja, aber der, wie gesagt, jetzt nicht immer im Ladenplenum in diesen 14-tägigen Treffen jetzt immer präsent war, beziehungsweise wenn er präsent war und nicht gesagt hat, oh, das geht nicht oder so jetzt. Also das war so eine Entwicklung, sage ich mal jetzt, wo man nach 10 Jahren, also im Jahr 94, dann sagen kann, okay, wir haben gelernt, wir haben akzeptiert, dass es bestimmte demokratische Strukturen bedarf und die Mitgliederversammlung nach wie vor, sage ich mal so, das, wie sagt man so schön, das höchste Organ ist zur Entscheidung, für die Entscheidung. Das hat sich etwas gelegt, sage ich mal jetzt. Aber trotzdem war klar, jetzt immer wieder neue Inputs. Wie verändern wir uns hier? Wie steht im Prinzip so Bewusstseinsbildung? Und dann gab es zum Ende der ersten 10 Jahre auch noch ein Ereignis, nämlich die Umbenennung. Genau, das war 1994, war das, wo wir gesagt haben, also wo man aus diesem Gedanken heraus, ja, die Welt wächst zusammen. Es wird immer auch sowohl auf der digitalen Ebene wie auf der analogen Ebene immer mehr Kontakte entstehen, immer mehr auch mit Blick auf die Gleichberechtigung hier. Das ist, dass man nicht mehr von ersten Welt spricht, zweite Welt, dritte Welt. Das muss ich dann auch im Namen des Weltladens, muss ich das bemerkbar machen, dass man gesagt hat, eine Welt. Auch hier in Speyer muss man sagen, dass nach 10 Jahren war der Speyer, mittlerweile waren wir ja dann schon in dem Kutschergasse. Nee, Kutscher, und dann waren wir schon im, in der Ludwigstraße. In der Ludwigstraße waren wir ja schon, ne, wo man sagen kann, okay, die Läden sind ansehnlicher geworden, sind, sag ich mal, auch von der Verkaufspsychologie her, ist mehr investiert worden. Die Produktpalette war wahrscheinlich breiter. War schon breiter. Und ich glaube, die Produkte, zumindest die Hauptprodukte wie Kaffee und Lebensmittel, die waren schon mit einem Fairtrade-Siegel gekennzeichnet. Das gab es ja auch auf der europäischen und internationalen Ebene, dass das erste Siegel eingeführt wurde. Ne? War ja auch ein Novum. Das war überhaupt schwer umstritten. Also ich bin damals ja so, ab Anfang der 90er Jahre war ich ja dann also auch quasi von der Basis hier, dem Eine Weltladen in Speyer, bin ich ja dann auf die Mitgliederversammlung gefahren von damals noch AG 3WL. Ja. Wo es heftige Streitigkeiten gab jetzt und gerade mit Blick auf GEPA, also die große Importorganisation wollte das, wollte ihren Umsatz ausweiten. Die anderen Organisationen haben dann nachgezogen, aber wir als Weltläden haben dann versucht, wie können wir im Prinzip, sage ich mal, das Alleinstellungsmerkmal, wie können wir das behalten? Also damals ging es dann schon so Fachgeschäft für fairen Handel. Ne? Ja. Also diese, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen uns abgrenzen gegen Supermärkte, gegen Online-Shops und. Bei uns bekommt ihr noch was obendrauf zu der Ware. Also diese Bildungs- und Informationsarbeit, die wurde im Prinzip immer so als Plus nochmal gesehen. Und ich denke, das ist ja bis heute. Das bis heute, ja. Ich habe das Vergnügen, jetzt so richtig eine Premiere anzusagen. Ich möchte jetzt den Peter Bayer bitten, unseren neuen Namen auszurollen. Wir sind also auf Beschluss so weit, dass wir sagen, es gibt jetzt nur noch einen Speyerer Weltladen. Kein dritte Welt, kein eine Welt, sondern einen Speyerer Weltladen.
Ja, liebe Maria, du warst insgesamt 6 Jahre im Vorstand des Vereins Initiativgruppe Eine Welt aktiv, ab 1994. Und in dieser Zeit sind ja die Aktivitäten vielfältiger geworden. Kannst du berichten, was die Highlights waren, die neuen Aktivitäten und Entwicklungen, die hinzukamen? Die Weltladentage, das gab es vorher nicht. Es gab Weltladentage, die wurden eingeführt vom Weltladenverband. Am ersten war was von Nigeria. Da hat zufällig einer von unseren Leuten eine Kommilitonin gehabt, die aus Nigeria stammte. Die hatten nigerianisch gekocht. Das war klasse. Beim zweiten Weltladentag, da ging es um Spielsachen Made in Dignity. Da hat der Georg Klein mit mir zusammen eine Ausstellung vorbereitet mit Texten und Bildern zu Spielzeugherstellung in konventioneller Form, mit Arbeitsbedingungen von ILO, Internationale Arbeitsorganisation, ja, und von den fairen Sachen. Eine Erzieherin von uns, die Michaela, hat Spiele vorbereitet aus Lateinamerika. Ganz einfach, dass die Kinder mal sehen, was einfache Spiele sind. Und beim dritten Weltlangentag, das war dann ein super Highlight. Da gibt es auch einen Film dazu, werden wir mal nachher sehen. Da war das Thema Kleidung, faire Kleidung. Es gab eine Modenschau. Und es gab damals die Kampagne Saubere Kleidung, ne? Ja, und beim Weltladentag hatten wir diese Modenschau. Die Kampagne für saubere Kleidung war auch Gegenstand einer kontrastreichen Modenschau. Otto finde ich gut. Oder doch nicht? Während Sie entspannt in Ihrem Sommerkleid durch den Park spazieren oder gemütlich in einem Café sitzen, nähen Frauen in kleinen Sweatshops oder in Heimarbeit ohne geregeltes Beschäftigungsverhältnis. Der wirtschaftliche Druck ist groß. Jeder Zwischenhändler setzt seine Auftragnehmer erneut unter Preisdruck. Im Sommer 98 war daher eine Gewerkschaftlerin, die bis zu ihrer Entlassung in einer der Freihandelsfabriken in El Salvador gearbeitet hatte, zu Gast in Speyer. Rosa Hernandez berichtete von den Arbeits- und Lebensbedingungen in den Freihandelszonen in El Salvador und nannte auch die Marken der Firmen, die unter Unterlaufung von sozialen Mindeststandards dort produzieren lassen. Marken, die hier auch gekauft werden und die dort produziert werden, die Kleidung. Die Menge, die jeder Bundesbürger im Jahre 1990 im Durchschnitt an Kleidung verbraucht hat. Ja, Maria, du warst ja eigentlich von Anfang an, seit 1984 aktiv im Verein und im Laden. Das sind jetzt 20 Jahre. Was würdest du sagen, wie hat sich der Weltladen und der Verein verändert in dieser Zeit? Mal so ganz kurz auf den Punkt gebracht. Also auf den Punkt ist es schwer zu bringen, aber ich halte mich kurz. Also es gab immer noch, alles war noch ehrenamtlich, reinweg ehrenamtlich. Wir sind zwar irgendwann umgezogen in der Ludwigstraße von dem hinteren Laden, wo jetzt heute das Fairlet-Café ist, nach vorne zur Straße hin. Da hat man uns dann in einem versicherungspflichtigen Job eine bezahlte Putzfrau geleistet. Das war auch neu. Ja. Und es gab immer noch das Ladenplenum als Dreh- und Angelpunkt der Arbeit in einem Jahr. Aber es war wesentlich ruhiger. Diese Kaffeebäuerinnen als reine Frauenkooperative. Eine der Initiativen der Pfälzer Weltläden war auch die Einführung des Café Palatino, wie Maria im Folgenden erläutert. Am 20. September startete eine schwimmende Kaffeetafel von Speyer nach Mainz, um für den Café Palatino zu werben. Dieser besondere Café geht zurück auf eine Initiative der Pfälzer Weltläden im Jahr 2002. Ja, heute am 8. März, dem Internationalen Frauentag, sind wir im Weltladen in Speyer und haben zu Gast zwei Kaffeebäuerinnen aus Honduras. Wie die beiden Kaffeebäuerinnen erläutern, werden diese von der dortigen katholischen Kirche in ihren Anliegen und ihrer Arbeit unterstützt. Also das war näher an den Produkten dran. Nah an den Produkten. Und Stichwort Professionalisierung ist mir sehr wichtig.
Wir bekamen finanziert vom Landeskirche und vom Bistum Speyer eine Bildungsreferentin, die hat uns jedes Jahr eine Fortbildung gemacht. Die Birgit Lieber war das. Birgit Lieber geändert. Also es wird praktisch mehr Hintergrund noch reingebracht, was die ganzen Produkte angeht. Die Produkte, Produktwissen und auch Verkaufsverhalten und auch Wissen zu den Ländern wurde auch und auch Verhaltensweisen, Verkaufsverhaltensweisen wurden geschult. Ja. Wir wurden schon richtig, würde ich sagen, geschult. Ja. Ja, das war dann schon ein entscheidender Fortschritt eigentlich. Ne? Das gab es ja vorher so nicht. Gut, also ich fand es als Fortschritt, wenn man es im Nachhinein sieht, im Umsatz hat es schon was gebracht, aber nicht unbedingt die Welt. In dieser Dekade gab es dann noch weitere Highlights, zum Beispiel die Jugendtanzgruppe Samba Lele und das Afrikafest in 2004. Samba Lele ist eine Gruppe von Jugendlichen zwischen 11 und 18 Jahren. 14 Jugendliche, die kommen aus Belo Horizonte, und zwar aus der Favela da Serra dort. Das heißt, sie kommen aus ganz armen Verhältnissen, aber sie haben in gewisser Weise Glück, denn es gibt ein Projekt, das eine berühmte Tanzcompany in Brasilien initiiert hat, die Gruppe Corpo, und durch dieses Projekt bekommen die Kinder einen extrem guten Tanzunterricht. Die Kinderkulturkarawane ist ein von UNICEF zum Beispiel gefördertes Projekt, das Kulturaustausch zwischen Jugendlichen aus der dritten Welt und Jugendlichen hier ermöglichen soll. Tropischen Früchten, frischem Fisch, Trommelmusik und 14 Tonnen weichen Sandes hatten die Veranstalter des diesjährigen Salzkassenfestes versucht, die Atmosphäre eines afrikanischen Marktes in eine Speyerer Straße zu zaubern. Dieses Flair regt zum Plaudern an und gemäß der Devise Fair Feels Good wurde die ganze breite Palette an Produkten des fairen Handels vom biologisch angebauten Kaffee bis zu kunstgewerblichen Arbeiten angeboten. Was war nun Anlass dieses Festes? Du kannst uns Auskunft geben, warum hier heute so viel los ist. Ja, wir feiern heute 20 Jahre Speyerer Weltladen. Die Intention des fairen Handelns ist, Politik mit dem Einkaufskorb zu machen, keine Almosen zu geben, sondern faire Preise zu zahlen, damit die Menschen eine Alternative haben, um ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Die Wunderbar uns zweierlei beteiligen sich am Afrika-Fest, weil wir uns für fair gehandelte Produkte entschlossen haben und dadurch in Kontakt kamen mit dem Weltladen und werden ab sofort Kaffee, brauner Rum und Rohrzucker direkt aus dem fairen Handel beziehen und werden 1:1 die konventionell gehandelten Produkte ersetzen. Den Abschluss des Festes gestaltete ein Musiker aus Madagaskar, die große Insel östlich vor Afrika. In der Musik des Landes mischen sich afrikanische, indische und portugiesische Elemente und fanden begeisterte Zuhörer. Ja, liebe Uschi, auch du warst sehr lange im Verein und im Weltladen aktiv. Zuerst im Vorstand und dann, ich glaube, insgesamt 18 Jahre zusammen mit der ersten hauptamtlichen Geschäftsführung, die du gemacht hast im Laden. Und ich habe in der Chronik mal nachgeschaut, in der Zeit, also in dieser Dekade von 2004 bis 2014, ist sehr, sehr viel passiert. Ja, wir waren auch hoch motiviert in der Zeit, ja.
Wenn du auf diese Dekade zurückschaust, worin siehst du die stärksten Entwicklungsschübe in dieser Zeit? Das Wichtigste war also 2007 unser Umzug. Wir haben lange gesucht nach geeigneten Räumlichkeiten, weil wir die Vision hatten, einen Laden im Zentrum von Speyer, im Zentrum dieses Innerstädtischen zu haben, dass der Kunde kurze Wege hat. Und das also du meinst den Umzug hier in die Korngasse? In die Korngasse, ja. Wir haben hier das Ladenlokal gefunden und das hat unheimliches Potenzial in sich geborgen, weil wir haben das nicht geahnt, was für Möglichkeiten uns das bietet. Ne? Das war also wirklich so in den Jahren so zwischen 2000 und 2007 so das, was uns vorangetrieben hat. Also dass die ganzen Handelsorganisationen und die Dachverbände gewachsen sind. Und dann, dass der Laden in Speyer einen sehr noblen Standort gefunden hat. Ja, ne? Das war wirklich ein Glücksfall, dieser Laden in der Korngasse. Und du hast ja, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, du warst die erste hauptamtliche Geschäftsführung im Laden. Was ist mit dir gewachsen? Also ich kann mich gut an unsere Veranstaltung mit der Birgit Lieber erinnern, wo wir die Strukturen des Weltlands neu sortiert haben, wo wir eine Bildungsgruppe, eine Einkaufsgruppe, eine Personalgruppe gegründet haben. Und auf diese Gruppen haben wir letztendlich hier bei uns im Weltladen aufgebaut. Ne? Wir hatten erstmal voran den Laden, den man organisieren musste, aber dadurch, dass wir so viele neue Mitarbeiterinnen bekommen haben, hatten wir ganz, ganz viele hochmotivierte, kreative Menschen, die uns zu uns gekommen sind und konnten die Aufgaben, die es dann hier gab, sowohl im Bildungsbereich als auch im Ladenbereich gut auf den Schultern verteilen. Das musste natürlich alles organisiert werden und das war eine Herausforderung für uns als Geschäftsführung. Zuerst hat die Sophie Theobald die Administration übernommen und dann kam Wurde angestellt. Und dann kam ich hinterher, weil die Arbeit so immens war, dass der Vorstand das gar nicht leisten konnte. Also die Waren sind gewachsen, das Warenangebot. Die Waren sind das Sortiment. Wir haben es auch erweitert. Es gab viel, viel mehr Produkte des täglichen Bedarfs, gerade im Lebensmittelbereich, die gewachsen sind. Also nicht nur die klassischen Kaffee, Honig und Tee, sondern auch Gewürze, Reis, Quinoa. Es war auch gut, dass das passierte. Denn da war der faire Handel also ganz federführend für die Einkommenssicherung in den Ländern des Südens für unsere Produzenten. Die Armutsbekämpfung stand an erster Stelle für uns im fairen Handel und natürlich die Armutsbekämpfung und die Ernährungssicherheit war natürlich auch ganz. Das haben ich, wesentlich mehr Menschen vom fairen Handel partizipiert als vorher, als die Weltläden noch klein waren. Ne? Und die Kundschaft ist aufgewachsen mit dem Produktangebot. Ne? Ja, einmal das. Und wir haben natürlich uns bemüht, neue Waren ins Sortiment aufzunehmen, um neue Kunden zu werben. Ich erinnere nur daran, dass wir 2008 die Speyer-Schokolade ins Leben gerufen haben. Wir haben die Künstlerin Anne Ludwig dazu bewegen können, uns ein Bild zu malen. Ich habe die Tafel auch gerade mal hier. Das war natürlich dann gut. Wir konnten mit auf die Stadt zugehen, wir konnten auf die Domgemeinde zugehen. Das hat dann natürlich uns auch ein bisschen noch mehr bekannter gemacht. Wir sind immer mehr im Zentrum der Stadt angekommen. Dann haben wir die ökofaire Mode mit ins Programm genommen. Wir haben mit vielen Kirchengemeinden zusammengearbeitet, die dann mit uns zusammen eine Modenschau organisiert haben oder Workshops zur ökofairen Kleidung. Immer. Vielleicht an dieser Stelle sei noch erwähnt, dass wir den Umsatz im Gegensatz zum alten Laden mehr als verdreifacht haben. Ja. Und dadurch haben wir natürlich eine gute wirtschaftliche Basis und ein gutes Fundament, auch unsere Bildungsarbeit voranzutreiben. Der Laden ist ja auch dazu da, unsere Bildungsarbeit zu finanzieren. Ne? Und dann kam noch eine weitere Kraft dazu, ne? Die Arbeit wurde immer mehr und letztendlich die Claudia Bäuerlein zu uns ins Team gekommen und wir waren dann ein Dreierteam. Das war also. Und das hast so du ja auch managen müssen. Ja, es war eine tolle Zeit. Hätten wir aber nicht so viele Ehrenamtliche ganz gehabt, möchte ich gerne an dieser Stelle auch noch erwähnen, die auch noch mehr als 2 Stunden in der Woche gemacht hätten,
hätten wir selbst mit den drei Hauptamtlichen das nicht leisten können. Und wenn du so zurückdenkst, was ist für dich persönlich das absolute Highlight in dieser Zeit gewesen? Also jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Entwicklungen, die du eben schon geschildert hast. Ja, wir haben natürlich aufgrund dessen, dass wir so viele kreative Menschen hatten, auch die Bildungsarbeit vorantreiben können. Und das Oberstübchen hat natürlich dann auch Räumlichkeiten geboten, an die wir gar nicht vorher gedacht haben. Und auf der einen Seite in der Bildungsarbeit ist das als externes Klassenzimmer genutzt worden. Das war total toll. Und es ist für wir haben uns im kulturellen Bereich mehr getümmelt. Wir haben also Kunstausstellungen gemacht, wir haben Lesungen gemacht. Dann gab es diese Fiesta Latina. Dann 200 Jahre Unabhängigkeit Lateinamerika. Genau, ne? War die Gasse hat getanzt. Ganz genau, ja. Ich kann mich erinnern, ja. Ja. Das Mädchen von Ipanema mit dem Saxophon lud zur Fiesta Latina ein. Und Cordula Hamburger vom Vorstand der Initiativgruppe Eine Welt erklärte, worum es ging und worum es weiterhin geht. 25 Jahre Weltladen in Speyer, 25 Jahre fairer Handel. Seit 25 Jahren setzt sich der Weltladen Speyer dafür ein, mit dem Verkauf von fair gehandelten Lebensmitteln und Kunsthandwerk die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen aus den Ländern des Südens zu verbessern. Wahrlich ein Grund zum Feiern, mit Tanz- und Salsa-Klängen bis spät in die Nacht. Wir hatten die Coco Pirat als erste Künstlerin, die im Oberstübchen ausgestellt hat. Und letztendlich haben wir 2009, ich glaube, das war 2009 oder 2010, sind wir auf die Stadt zugegangen und sind mittlerweile fester Bestandteil der Kulturnacht hier in Speyer, um Kunst, Kultur, Musik und Kulinarisches anzubieten. Neue Kunden anzulocken. Und auch, das, ne? Macht natürlich ja auch dann, macht uns bekannt und lockt neue Kunden an. Das hat alle schon ganz viel ausgemacht. Ja, also der Einstieg in so kulturelle Aktivitäten war für dich dann so das Highlight. Und in der natürlich Zeit. Auch die Lesung mit Ernesto Cardinal, das möchte ich nochmal rausstreichen. Natürlich. Para nosotros es un grato placer y una gran, gran alegría. Dar la bienvenida al gran maestro y poeta Ernesto Cardenal. Existe el amor y también lo contrario del amor. Cristo en su tiempo le llamó las riquezas. Nadie puede servir a dos señores, a Dios y las riquezas. Es gibt die Liebe und es gibt das Gegenteil der Liebe. Christus seiner Zeit nannte es den Reichtum. Niemand kann zwei Herren dienen, dem Reichtum und Gott. En nuestro tiempo se llama capitalismo. In unsere Zeit übertragen müsste es heißen Kapitalismus. Su paso el loco se quedó parado sin nada que hacer. Había perdido su sano juicio. Es sei auch noch erwähnt, dass wir seit 2013 Fair Trade Town sind, federführend vom Weltladen und mit Vereinen und Einrichtungen in der Stadt Speyer hat der damalige Vorstand dafür gesorgt, dass wir also Fairtrade Town werden. Ja, ich begrüße Gunda und Cordula. Beide waren über 10 Jahre im Vorstand des Vereins aktiv, davon 5 Jahre in der letzten Dekade der 40 Jahre Weltladen, also von 2015 bis 2020. Cordula, du warst vor allem die Netzwerkerin
und hast die Vernetzung sowohl in Speyer wie übergeordnet vorangebracht. Wie sah das aus? Welche neuen Fäden konntest du knüpfen oder weiterspinnen? Und wie hat der Weltladen davon profitiert? Also Feldrettstadt ist ein Konzept der Akteure und Akteurinnen kommunal miteinander vernetzt, die im fairen Handel aktiv sind. Das sind Vereine, das sind Schulen, das ist Handel vor allem. Interessierte Bürgerinnen, je nachdem, was halt vor Ort da ist. Und das geht dann unter der Federführung von der Stadt. Also die Stadt muss da eine Stelle benennen und das war bei uns das Ehrenamt. Die Ehrenamtsstelle, die Freiwilligenagentur und in Speyer dann auch noch die Volkshochschule in Speyer und das Nachhaltigkeitsmanagement. Und da haben wir dann 2012 auf unserer Klausur das beschlossen, dass wir gerne die Initiative anstoßen wollen und sind da auch auf ein sehr offenes Ohr gestoßen. Dann bei der Stadt hatten dann eine Steuerungsgruppe eingerichtet und 2013 dann die Anerkennung als Feldrettstadt dann erhalten. Die Idee ist an mich herangetragen worden, im Wesentlichen getragen vom Weltladen, den wir in Speyer haben, der sehr aktiv ist. Und die sind eben mit der Idee einer Zertifizierung gekommen und haben mir dann auch vorgestellt, was die Voraussetzungen sind. Ja, Stadtratsbeschluss, Formalitäten, aber vor allem eben auch die Produkte und die Handlungsweisen, dass diese umgesetzt werden. Und nachdem wir festgestellt haben, dass Speyer schon sehr weit ist in diesem ja, in der Erfüllung dieser Voraussetzungen, muss ich sagen, wäre es völlig verfehlt gewesen, wenn man gesagt hätte, nein. Wir sind auf dem richtigen Weg, wir haben im Klimaschutzprogramm schon einiges auf dem Weg gemacht und von daher ist es ein weiterer essentieller Baustein, dass wir tatsächlich nachhaltig und vernünftig für die Zukunft agieren. Vom Schwertgymnasium namens Schwertrade und wir haben uns gedacht, dass wir den fairen Handel auch den Schülern etwas näher bringen müssen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir können ja mal einen Fairtrade-Kaffeeautomaten machen. Haben uns jetzt für eine Kaffeesorte entschieden aus Ruanda, dem Partnerland von Rheinland-Pfalz. Und verkaufen den jetzt gewinnbringend. Und in der letzten Dekade habt ihr das ja alles sehr vertieft, ne? Genau, ja. Also das... Da gab es auch Veranstaltungen dann, zusammen. Genau, ja. Wir haben das dann zusammengefunden mit den ganzen Akteurinnen und haben uns dann die faire Wochen, die ist immer im September, also sind eigentlich zwei Wochen, zum Aktionszeitraum genommen, wo die verschiedene Initiative ihre Öffentlichkeitsaktion gemacht hat. Und wir als Weltladen haben oft so das Highlight dann auch gesetzt mit größeren Veranstaltungen, mit Feste. Und ja, von daher war das immer eine schöne und runde Sache. Und du hast ja auch über Speyer hinaus Netzwerke geknüpft. Wie sah das aus? Ja, also es war dann auch schon traditionell weitergeführt und intensiviert die Pfälzer Weltläden. Das ist also intern, wo zweimal im Jahr ein Treffen stattfindet. Und auch da haben wir zusammen Aktionen in der Öffentlichkeit gemacht als Pfälzer Weltläden. Wir waren auf Bundesebene auch viel unterwegs, haben die Fachtage immer besucht, einmal im Jahr, wo ja auch die weltweiten und die bundesweiten Themen intensiv besprochen wurden, es Workshops dazu gab, wo es hochkarätische Produzentenbesuche gab, wo es eine Messe gab, also den ganzen Input in 3 Tagen. Wovon auch der Laden dann profitiert hat. Ja, ne? Auf jeden Fall, das ist ja dann immer wieder zurückgelaufen. Ja also gerade zum Beispiel die Themen zum politischen Kampagnetag, zum Weltladentag, also das Lieferkettengesetz war ja in den letzten Jahren, ist ja auch sehr bekannt, ein großes Thema, wo wir da immer in die Öffentlichkeit dann aufgetreten sind, Mitmachaktionen, immer auch, gab es was zum Essen, das ist da im Weltladen immer auch schön ist. Und dass wir das auch so umfassend veranstalten konnten, war natürlich auch sehr wichtig, dass die Ehrenamtlichen, die im Laden dann auch mitgearbeitet haben, dass die auch immer da waren und auch immer Veranstaltungen mitgetragen haben. Schon schwer, das in dem Maße nie möglich gewesen, wie das eben in den letzten Jahren dann war. Und du hast auch Impulse von ELA mitgebracht, vom Landespolitische Entwicklungspolitische Netzwerk.
Ja, also durch die verschiedenen Themen, die wir ja dann auch tatsächlich bespielt haben vor Ort, also politische Themen, wurde man da auch aufmerksam dann im Land. Und wir hatten dann auch eine Anfrage, ob wir nicht die Weltläden im Vorstand von Elan, das ist entwicklungspolitische Netzwerk in Rheinland-Pfalz, der die NGOs miteinander vernetzt, ob ich da nicht mit in den Vorstand gehen möchte und eben auch für die Weltläden dann aktiv werde. Und das habe ich dann auch gemacht. Und war dann auch bei verschiedenen Veranstaltungen auf Landesebene dabei. Ja, und Gunda, jetzt zu dir. Du hast dich vor allem in der Bildungsarbeit stark engagiert und dich auch um Fördermittel bemüht. Kannst du da die neuen Entwicklungen und Besonderheiten benennen? Dass der Bildungsbereich, und zwar in seiner ganzen Breite, personell aufgestockt werden soll. Fast gleichzeitig kam das Angebot von Elan, dass Weltladen Speyer eine Anlaufstelle für die Promotorin für Bildung und für Entwicklung und Umwelt übernehmen könnte, was dann zu einer sehr fruchtbaren Arbeit geführt hat, neben der Quinoa-Ausstellung, die bis heute noch ausgeliehen ist, gab es eine Fachtagung zu neueren Entwicklungen bezüglich der Bewältigung der Probleme der Zukunft. In der Bildungsarbeit haben wir immer versucht, das zu koppeln. Das heißt, wir haben einerseits Produkte des Ladens vorgestellt, andererseits aber auch die Produzentinnen gebeten, hier ihre Vorträge zu halten, hier uns Informationen zu geben. Und da haben wir einige ganz gute Veranstaltungen auch gehabt. Ihr habt euch auch gegenseitig befruchtet. Durch die Netzwerkarbeit wurden Impulse in die Bildungsarbeit gegeben, umgekehrt. Auch Überlegungen, Anstöße für die Netzwerkarbeit. Und das irgendwie ist da ja was Dichtes gewachsen. Ne? Es war für uns nie getrennt. Es waren immer zwei Seiten, eine und derselben Medaille, sodass einer für sich das gar nicht allein stemmen konnte. Also ja. Es war immer die Rückbindung in den anderen Themenbereich hinein. Es war eher eine formale Unterscheidung zwischen Netzwerkarbeit und Bildungsarbeit. Mhm. Vielleicht ein Beispiel, wo sich das miteinander verknüpft hat, war die Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. Mhm. Da hatten wir eben mit der Fair-Trade-Stadt, mit der ganzen Organisation, zwar im Jahr immer Vorträge gemacht. Die Volkshochschule ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung der Stadt Speyer. Wir kooperieren mit dem Weltladen zum Thema Fair Trade, fairem Handel. Wir bieten Vorträge in Kooperation mit dem Weltladen an, zum Beispiel zum Thema saubere Kleidung. Was ist überhaupt Fair Trade? Was bedeutet das? Wir machen aber auch Besuche, zum Teil mit unseren Deutschkursen hier in dem Laden, um einfach auf das Thema aufmerksam zu machen, die Menschen zu diesem Thema zu sensibilisieren. Wenn wir einkaufen, denke ich, dann helfen uns diese Vorträge, das, was wir da in diesen Vorträgen erfahren, eben unser Einkaufsverhalten auch da an den Stellen zu überdenken. Greife ich zum Fairtrade-Produkt? Greife ich zu Produkten in dem Weltladen? Was ist der Unterschied? Oder greife ich zu den Produkten, die der Discounter mir anbietet? Und ich denke, da helfen wir eben mit diesen Veranstaltungen, dem Konsumenten die Entscheidungen da vielleicht bewusster zu treffen. Und jetzt Frage an euch beide. Wie würdet ihr für diese Dekade, was würdet ihr sagen, was war das Markante an dieser Dekade? Was also parallel zum Lieferkettengesetz immer eine rote Linie war in den letzten Jahren, waren die Nachhaltigkeitsstrategie, auch die UN-Nachhaltigkeitsziele, die SDGs. Und das ist ja wirklich ein wunderbarer roter Faden, wo man seine ganze Arbeit dran anknüpfen kann. Und da hatten wir mit einer Schulklasse dann über die 72 Stunden gemeinsam einen Stadtrundgang zu verschiedenen Stationen, wo die SDGs sichtbar werden, konzipiert mit QR-Codes, wenn man dann dort ist. Also die Jungen haben da wirklich so ihr ganzes Wissen auch eingebracht. War eine tolle, tolle Geschichte, gerade mit jungen Leuten auch, mit einer wahnsinnigen Schlagzahl. Also das war richtig, richtig gut. Ja, und die Vernetzung hat sich ja in der Stadt sehr verbreitet, zu allen möglichen Gruppierungen hin. Ne? Genau. Also da war ja jetzt nicht nur die... Also auch mit dem ökofairen Einkaufsführer, ne? Genau. War ja auch eine starke Geschichte. Genau, das war ja dann auch inwieweit immer Sichtbarmachung vom fairen Handel an den verschiedenen Punkten und wir sind Teil davon. Ne? Weltladen ist nicht das Einzige, sondern wo findet es statt? Um da immer so einen Spot auch mal drauf zu werfen, wer da so mit dran ist. Ne? Ja, ich denke, das war auch das Markanteste in dieser Zeit.
dass wir an unseren Themen dran geblieben sind, dass es gelungen ist, das, was aufgebaut war, zu bewahren und gleichzeitig das Ganze in die Breite zu bringen. Also mit neuen, bis dahin auch noch nicht aktiv bespielten Feldern zu arbeiten. Und Akteuren, die mitgemacht haben, ne? Ja, ja, und das war natürlich so ein Großteil über die Fairtrade-Stadt gegeben. Was den Weltladen noch viel mehr zum Weltladen im wahrsten Sinne des Wortes macht, ist die Mitarbeit von Menschen, die aus ihren Heimatländern wie Syrien, Afghanistan, Somalia fliehen mussten. So wie zum Beispiel Mazen Bitar, der vor 9 Jahren vor dem brutalen Krieg des Assad-Regimes geflohen ist. Wie kam Mazen dazu, im Weltladen mitzuarbeiten? Also eine Freundin von mir hat mir damals gesagt, dass sie Ladendienst im Weltladen hat. Und ich habe gefragt, wie, was, warum. Ich war neugierig, ich wollte wissen, was das ist. Und sie hat sie erzählt und die Idee fand ich gut und wollte mitmachen. Mhm. Und als ich das mitgemacht habe, fand ich das toll, dass man ja hier lernt, man nicht so isoliert und wird man dann besser integriert und schneller. Und was glaubst du, kann der Weltladen für geflüchtete Menschen bedeuten? Welche Chance bietet sich da für sie? Also uns als Flüchtlinge haben viele Deutsche, die ehrenamtlich machen, uns geholfen und sie helfen immer noch. Und hier ist eine Chance für uns im Weltladen, andere Menschen zu helfen und selber als Ehrenamtliche zu arbeiten. Ja, und für unsere Käufer werde ich sagen, kommt vorbei, hier gibt es die beste Qualität und hier könnt ihr gleichzeitig auch andere Menschen in anderen Ländern unterstützen. Was motiviert heute die Verantwortlichen, nach 40 Jahren noch einen Weltladen zu betreiben? Hier die Antworten der heutigen 3 Vorstandsfrauen. Was mich in diesen schweren Zeiten der Krisen antreibt, ist einfach diese soziale Ungerechtigkeit, diese extreme Klimakrise. Und wenn ich mir überlege, schon bereits vor 50 Jahren zu Beginn der Weltläden, haben Pioniere gezeigt, einmal die Weltläden mit ihren Fairhandelspartnern, wie eine lückenlose Lieferkette geht. Und sie haben den Menschen in den Ländern des Südens, haben sie existenzsichernde Einkommen garantiert. Und hätte der Welthandel, und das finde ich extrem wichtig zu sagen, hätte der Welthandel nach diesen Prinzipien gehandelt, bräuchten wir heute kein Lieferkettengesetz. Ja? Und das ist so was Verrücktes. Wir kämpfen heute immer noch und deswegen sind Weltläden wichtiger denn je, denn wir sind noch lange nicht an der Fahnenstange angekommen. Und ich kann nur eins sagen, herzlichen Glückwunsch, Weltladen Speyer zum 40. und weiter so. Ja, wie Ingrid schon gesagt hat, es gibt noch viel zu tun. Mich treibt zum Beispiel dass wie in der Kolonialzeit noch immer billige Rohstoffe wie zum Beispiel Kakaobohnen und Kaffeebohnen aus Ländern des globalen Südens herausgeholt werden und bei uns im globalen Norden die meisten Gewinne bei der Verarbeitung gemacht werden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, auch der faire Handel muss sich dahingehend noch verbessern und noch fairer werden. Denn es gibt nur eine einzige Schokolade, nämlich die Fair Afrik aus Ghana, die wir hier viel bewerben, bei der die gesamte Wertschöpfung von der Bohne übers Rösten bis zur Verpackung im Ursprungsland bleibt, die Wertschöpfung. Das schafft qualifizierte Arbeitsplätze auch außerhalb der Landwirtschaft, weil natürlich will nicht jeder dort Bauer werden, das kann man verstehen. Und es bringt besseres Einkommen, dadurch besseren Zugang zur Bildung und so weiter. Ich bin noch nicht so lange aktiv in der Weltladenbewegung wie meine beiden Mitstreiterinnen, trage das aber schon länger in meinem Herzen und bin auch froh, dass ich jetzt hier meinen Beitrag leisten kann. Ich stelle jetzt 3 Fragen, die ich immer so bei der Bildungsarbeit lasse. Und zwar, wächst Kakao tatsächlich auf Bäumen? Was bekommen denn Textilarbeiterinnen in Bangladesch wirklich bezahlt? Und wie viele Kilometer liegt denn eine Jeans zurück, bevor ich sie anziehen kann? Diese Frage hätte ich vor 2 Jahren nicht komplett beantworten können.
Und als ehemalige Lehrerin habe ich mich auch deswegen für die Bildungsarbeit entschieden, weil mir es Spaß macht, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und unsere Bildungsarbeit ist eine ganz wichtige Säule unserer Weltladenarbeit. Denn ohne Bildung kein Wissen, keine Veränderung. Also es freut mich total, wenn ich jetzt einen Workshop über textile Lieferketten gemacht habe und danach sagt eine Schülerin zu mir, also ich bin froh, dass ich jetzt weiß, wie das mit den Jeans war und mit dieser Bezahlung der Arbeiterinnen, das werde ich meinen Freundinnen mal erklären.